So, willkommen zurück. Und wir gehen nun zum dritten Rennen. Ja, die Mulsanne. An sich eine, ja, ziemlich schnelle Strecke. Allerdings eher zum Nachteil unsererseits, weil wir eher einen langsamen Wagen haben. Aber das soll uns jetzt nicht mehr weiter stören. Und wir fangen gleich an. Ja, das ging diesmal relativ schnell. Das hört mich nicht. Und los geht's. So, rechts fahren wir nicht rein. Dann wäre schön blöd. Ja, so ein Untergang müsste es jetzt sein. Würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, es ist nicht so warm, die Reifen dürften länger halten, als wenn es Mittag ist. Er ist sensationell. Er hat sich einen weiteren Platz nach vorne gearbeitet. Und schon 13. Er rückt immer mehr vor. Er fährt einfach sensationell. Besser ist es, ein bisschen viel vorsichtig fahren, sonst kriegen wir gleich wieder einen Schaden und dann. Er ist Ja. sensationell. Er hat sich einen weiteren Platz nach vorne gearbeitet. Haben wir eine schlechtere Aerodynamik. Ja. Noch fahren sie alle ziemlich langsam. Er rückt immer mehr vor, er fährt einfach sensationell. Aber die drehen später wahrscheinlich dann auf. So. Der lässt mich wieder nicht vorbei. Perfekt. Dann probieren wir diese Runde gleich mal die schnellste Runde. Er Und die ist jetzt. sensationell. Er hat sich einen weiteren Platz nach vorne gearbeitet. Kannst du nicht weiter innen fahren? So, Dritter. Er ist unter den ersten dreien. Ja, huh, Glück gehabt. Ja, normal kommt man da besser rum. Gut, ich habe ja wahrscheinlich wieder niedrigen Anpressdruck gewählt, dadurch rutscht er natürlich ziemlich leicht. Allerdings, zum Beispiel den schweren Anpressdruck, den sollten wir bei diesem Wagen eher nicht nehmen, weil die Beschleunigung ist dann gleich 0. Und das ist total lästig, weil dann ziehen sie einen immer davon. Wiederum bei den schnelleren Wagen dürfte man niedrigen Anpressdruck nicht wählen, weil sonst rutscht man wie sonst was. Ach, ich bin immer noch Dritter. Jetzt komm her. Erwischt. Ah, und diesmal ohne Probleme. Nicht so wie das letzte Mal. Mitten ins Kiesbett damals. Das sieht nicht gut aus. Aus dem Motor quillt Rauch. Ich bin so blöd. Ach, da ist er ja schon. Ja, überhol Er doch, das ist bringt dir eh einfach nichts. zurückgefallen. Jetzt muss er aufpassen. Sag ich doch. Sag mal, wieso rutschst du denn hier immer? Oh je. Na, da sieht man schon wieder, die Beschleunigung von denen ist top. Ja,
Ja, gut, Licht braucht man hier fast nicht. Ja, fast kein Unterschied. Das sieht nicht gut aus. Aus dem Motor quillt Rauch. Ja, 3¼ Sekunden in etwa. Ja, der ist hinter mir, das höre ich. So, sobald ich überholt habe, dreht er auch auf, das weiß ich. Was für eine Leistung, er ist in Führung gegangen. So, diesmal machen wir es besser. Jawohl. Ja, das ist voll in Ordnung. Oh, und wir haben jetzt schon 4 Runden. Ja, da denke ich, hole ich mir sowas das wie damals. Sieht nicht gut aus. Aus dem Motor quillt Rauch. Auf der Maison Blanche im Weißen Haus. Dass ich bis zur 8. Runde mit Hart fahre und dann weich. Wenn es der Tank zulässt. Bisschen runter wieder. Ja, da ist er ja schon wieder. Ja, das ist das Problem. Hier kann man überall, ja, mit nahezu voller Geschwindigkeit durchziehen. Und da wir natürlich nicht so schnell fahren können wie da hinten, haben wir kaum Möglichkeit, sie abzuhängen. Außer vielleicht hier in diesen Kurven, wo sie halt nicht so schnell rumfahren. Hier wiederum, ja, können wir fast nicht schneller rumfahren als die. Und beim Rausbeschleunigen haben wir auch wieder ein Problem. Also diese Strecke ist eindeutig eher für Wagen, die ja, schnell fahren und schnell beschleunigen. Ja, ist eigentlich klar. So, 2 Runden noch, dann in die Box. Ja, die Reifen sind noch in Ordnung, obwohl sie eigentlich schon einiges an Haftung verloren haben. Wenn man mal, ja, guckt, sie sind nicht mehr grün. Werden so langsam grau, rot, sowas in die Richtung. Ja, sag mal, willst du nicht mal ein bisschen langsamer fahren? Gerade noch. Komisch, kaum haben sie weniger Haftung, rutsche ich da hinten nicht mehr. Paradox. Ja, die ist nicht schlecht, die Strecke. Wir haben jetzt gerade mal 7,5 Minuten und schon mehr als die Hälfte. Beim roten Hügel sozusagen, zweite Strecke, haben wir über 21 Minuten gebraucht. Ah, Schalten vergessen. Das Schöne an der ist auch, dass die Box relativ kurz ist. Hier ist sie nämlich schon wieder vorbei. Aha, ich denke mal, der ist jetzt gerade in die Box gegangen, weil sonst hätten wir ihn kaum so weit abgehängt. Also, schön viel Zeitrest rausholen.
Rook Racing würde ich sagen, ist das zweite. So vom Klang her. Ja, und jetzt gehen wir dann auch in die Box. Ja, gut, im sechsten Gang geht es ja auch. Also bitte, warum habe ich da vorher mal runtergeschaltet? So. Und rein in die Box. Noch ein Boxenstopp. Weich, Treibstoff ein bisschen auffüllen, reparieren, fertig. Sehr kurz, immer 6 Sekunden und 3 Hundertstel. Gut, das ist bei der Le Mans-Strecke, wenn man die 24 Stunden von Le Mans direkt fährt, was ich hier nicht fahren kann, aber auf meinem alten ME. Und er ist wieder da dauern die Boxenstopps dann länger. Das ist dann schön logisch. Wenn zum Beispiel dann die 6 Sekunden für Reifenwechsel nimmst und Anpressdruck, was 4 Sekunden dauert, änderst, dann bist du bei 10 Sekunden statt auch bei 6. Ah. Gut, für, ich denke mal, erster können wir noch werden. Weil da ist schon gerade der zweite. Ja, 6 1/3 Sekunden, das ist in Ordnung. Machbar. Außer man vergisst zu schalten. Ach, da sind sie schon. Cool. Was ich leider auch noch bemängeln muss, ist, dass die Wägen so einen leichten Linkszug haben. Wie man jetzt gerade gemerkt hat, ich habe nichts gedrückt, aber der ist trotzdem so leicht nach links gezogen. Und ein weiterer Nachteil, der daraus folgt, ist, wenn man links einlenkt, dann rutscht er leichter, als wenn man rechts einlenkt. Ist an sich scheiße. Ja, bremst mich doch nicht aus. Mach du auch nicht. Was für eine Leistung, er ist in Führung gegangen. Glaub ich. 1,50. Hey, ja, gut durch die Box. Ach, ist denn? Oh, ey Mann, das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder, ja? Schon wieder. Er ist eine Position zurückgefallen. Kann er das wieder reinholen? Ich dachte mir schon so, wo ist der jetzt? Ist der jetzt in der Box? Nein, ist er nicht. Gerade neben mir. Oh, er ist zurückgefallen. Jetzt muss er sich aber was einfallen lassen. Geh weg. So. So, dich haben wir gleich wieder. Zu dir komme ich noch. Es wird es ja mal geben. Eine Strecke mal, wo sowas nicht passiert. Puh. Ja, zum Glück habe ich jetzt nicht links gelenkt, weil dann wäre ich wieder weg gewesen. Mei, voll doch. So. Glück war das jetzt nicht die letzte Runde, ich wäre ausgeflippt. Ach, dem ist die Tank leer geworden. So, geht doch. Was für eine Leistung, er ist in Führung gegangen. Na gut, hätte auch letzte Runde sein können. Hat doch noch gelangt. Sieht nicht gut aus. Aus dem Motor quillt Rauch. Ja, überrunden. Jawohl. Ja, der Estroil Racing Communication. So heißt er, glaube ich. Oh. Muss er wieder rutschen. Aber das Rennen sollten wir in der Tasche haben. Außer, es passiert wieder was.
Verpiss dich, verpiss dich. Hui. Ach, da bremse ich doch nicht ab, also bitte. Einmal kurz aufdrehen. Ach, besser wieder runter. Boah, das wäre jetzt so mies, wenn jetzt mein Motor explodiert. Und wir haben gewonnen. In circa 13 Sekunden. Und das war's dann. Ah, ja, ich habe sogar noch auf die Bestenliste geschafft. Jawohl, Viper ist nicht mehr Erster geworden. Ha, sogar der, wie ich das sehe, ist der Viper Team Rika B vor dem A. Sieht man nämlich, Dritter hat nämlich die Nummer 51 und das ist B und 50 hat die A. Ja, andersrum, A hat 50, so. Jawohl, 30 Punkte, der Zweite hat erst 14. Wir bauen unsere Führung weitgehend aus. Wir haben eine neue Mail. Ja, toll. Ein weiteres Angebot von ihm, aber darauf habe ich keine Lust. Wir fahren nämlich schließlich weiter. Und dann bis zum nächsten Mal.